Jo Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 7 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh aufgestanden bin in meinem Leben. Und der Grund dafür ist, dass wir in den Bikepark fahren. Heute, erster Tag, Bikepark Olpe geöffnet. Gestern haben sie es gepostet. Ich habe mir direkt mit dem Steve ein Ticket reserviert. Jetzt wird kurz einen Kaffee getrunken, Fahrrad eingepackt, Steve abholen und los geht's. Als wir angekommen sind, haben wir uns dann erstmal die Strecke ganz entspannt angeschaut. Also wenn ihr dort ankommt, dann ist das so, dass ihr erstmal praktisch vom Parkplatz einmal runter müsst, weil die Liftkarten und die Registration wegen den Corona-Regeln, die findet unten statt. Das heißt, ihr rollt einmal gemütlich vom Parkplatz runter und könnt währenddessen, genauso wie wir es gemacht haben, die Strecke erstmal angucken. Unten angekommen haben wir dann unsere Registration gezeigt und unsere Buchung nachgewiesen, einen Zettel kurz ausgefüllt, abgegeben und dann ging es auch schon los mit dem Schlepplift nach oben. Der Lift braucht übrigens circa 4 bis 5 Minuten, bis ihr oben seid, also es geht wirklich relativ fix. Dann sind wir auch relativ fix auf die Freeride-Line gestartet. Da gibt es verschiedene Lines und verschiedene Features. Grundlegend hat der Park eigentlich 3 verschiedene Lines, aber zu jeder Line noch verschiedene Alternativen. Was bedeutet, im Endeffekt hast du 6 Lines, die du fahren kannst und eigentlich kann man fast jedes Hindernis irgendwo überrollen oder dran vorbeifahren oder halt einfach ein Road Gap springen, was wir uns aber definitiv heute noch nicht zugetraut haben. Schon in die Beine geht, Junge. Ja, in die Beine auf jeden Fall. Ich weiß, Digga, wie kommt man denn? Wolltest du das Gips springen oder was? Also ich muss schon sagen, im Endeffekt war ich ziemlich überrascht, wie gut ich hier klarkam und wie gut ich plötzlich über die Jumps drüber gekommen bin und auch, dass ich jede Line im Endeffekt von oben bis unten durchfahren konnte mit ein paar, naja, Dingen, die man dann ausgelassen hat. Aber ich kam einfach viel besser zurecht, als ich eigentlich gedacht hatte. Auch wenn ich noch nicht alles perfekt machen konnte, habe ich hier dennoch immer wieder kleine Fortschritte gemacht und konnte mich neuen Challenges widmen, wie zum Beispiel höheren Drops, höheren Sprüngen, Downhill-Passagen, engere Kurve,
Anliegerkurven üben und mal einfach mit mehr Tempo fahren. Denn wenn mir eins heute aufgefallen ist, ist das, was der Marvin wie immer gesagt hat, schnell ist manchmal einfach einfacher. Zu guter Letzt haben wir uns dann noch die Downhill-Line vorgenommen. Die fängt eigentlich genauso an wie alle anderen oben mit ein paar Tables und geht dann weiter über ein Steinfeld, ein paar ruppige Wurzeln und ein paar Drops, die ich aber, naja, am Anfang noch ausgelassen habe. Alles in allem muss ich sagen, dass der Park trotzdem, obwohl er so klein ist, irgendwie super abwechslungsreich ist und auf jeden Fall Spaß macht. Und auch mein erster Bikepark-Besuch war somit eigentlich für mich auf jeden Fall ein voller Erfolg. Auch wenn ich noch nicht die größten Jumps hier gemacht habe, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich das hier innerhalb von ja, knappen anderthalb Monaten schon alles fahren kann und bin einfach happy, dass es so gut funktioniert hat alles. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal und bin schon hyped auf andere Parks. Ich hoffe ja, dass Winterberg vielleicht auch bald aufmacht oder dass ich ja, hier einfach dann nochmal nach Olpe fahren kann, wenn dann wirklich vielleicht auch mal alles fertig gebaut ist und alles ordentlich befahrbar. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.